Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch und zwar die Legung für die Woche vom 17.07.2023. Wir wollen mal schauen, was sind die Themen dieser Woche, was ist für dich bezüglich dieser Themen wichtig, wo wird es hinführen und dann haben wir noch eine zusätzliche Impulskarte und zwar ist die Impulskarte aus dem Deck Zauber der Naturreiche von Jean Ruland und Petra Arendt. Und die Legung ist mit den Karten Mystische Momente von Katrin Welz-Stein, dann die Seelenmedizin von Lisa Bieritz und das schamanische Traumorakel von Alberto Violdo und Colette Baron Reit. Dann wollen wir mal schauen, was diese Woche an Themen wichtig ist. Alles ist gut. Da höre ich ja schon den einen oder anderen aufschreien, der sagt, es ist im Moment überhaupt nichts gut. Im Kleinen wie im Großen ist so viel im Argen und das stimmt auch. Die Welt steht in Flammen und es ist auch im Zwischenmenschlichen, in der kleinsten Zelle des Miteinanders ganz, ganz viel im Moment, was aufwühlend ist, was zu bearbeiten ist. Ganz viele Trigger ploppen auf und das ist alles nicht einfach. Das will ich nicht absprechen. Die Karte Alles ist gut sagt dir nur, es ist ein notwendiger Teil des Prozesses, so wie es jetzt ist. Und aus dieser Sicht gibt es eigentlich gar kein Gut und Falsch, sondern aus dieser Sicht gibt es nur ein Es ist. Alles ist gut und wenn du diesen Gedanken für dich etwas annehmen kannst, überhaupt dieses Annehmen praktizieren kannst, alles ist so wie es ist, dann wirst du natürlich auch besser durchkommen. Also versuche dich mal mit diesem Gedanken zu beschäftigen, alles ist gut, auch wenn im Außen die Stürme toben. Dann haben wir das Sternentor. Ja, das Sternentor, das kannst du durchlaufen, wenn du deine Grenzen aufsprengst. Schau für dich nochmal, was sind grenzende Glaubenssätze, Verhaltensmuster, die du noch hast, die es jetzt an der Zeit ist, abzulegen. Jetzt ist die richtige Zeit, dass es gut ist, durch dieses Sternentor durchzugehen und auch mutig zu sein, denn dafür braucht man Mut. Der verlorene Kompass zur Ganzheit zurückfinden. Ja, dann wirst du deine Richtung auch einschlagen können. Wenn du diesen Mut hast, wenn du jetzt dich entscheidest, durch das Sternentor zu gehen und dir nochmal deine Glaubenssätze anschaust, die dich davon abhalten. Wenn du einfach mal mit diesem optimistischen Alles ist gut weitergehst, dann kommst du zur Ganzheit zurück. Dann zeigt dir der Kompass wieder den richtigen Weg. Also ganz wichtig diese Woche, sich auf das zu konzentrieren, was in deinem Kopf an Gutem ist, was du den positiven Weg, wie du ihn jetzt weitergehen möchtest, den sonnigen Weg und trotz allem, was um dich herum ist, im Außen dich nicht beirren zu lassen. Was hilft dir dabei? Die Offenheit. Sei offen. Sei offen für Impulse, die sich dir von außen jetzt zeigen. Sei offen für Menschen, die auf dich zukommen. Sei offen für die Situationen, in denen du dich befindest, auch wenn sie vielleicht schwierig sein mögen, denn sie werden dich zu dieser Ganzheit zurückführen. Wie gesagt, ein Teil des Prozesses sein. Abenteuer, lass dich ein, hab Mut, was ich eben schon sagte, hab Mut, durch dieses Sternentor zu gehen, was heißt auch, mal alte Wege zu verlassen. Lass dich auf Abenteuer ein. Du wirst dafür vom Leben belohnt werden. Das ist jetzt der Geist dieser Woche. Und Mitox. Ja, und du wirst selbst von toxischen Glaubenssätzen, was wir hier schon hatten, von toxischen Verhaltensmustern dich befreien können und frei an Körper, Geist und Seele sein und dann auch deine Ganzheit wiederfinden. Also enorm wichtig diese Woche. Lass dich ein, lass dich nicht beirren, sei positiv gestimmt, auch wenn vom Außen her nicht so viel darauf hindeutet, dass es gerade positiv ist. Es ist jetzt richtig und wichtig und es lohnt sich, sich auf Abenteuer einzulassen und offen zu sein, um wieder ein Stück mehr ganz werden zu können. Wo wird es dich hinführen? Die Hoffnung. Es wird dir zeigen, dass du berechtigte Hoffnung hattest. Schau mal, wie die Hoffnung hier als Licht aufstrahlt. Das Dunkle kann jetzt hinter dir bleiben. Das Helle, das wird dir jetzt deinen Weg zeigen. Und wenn du etwas Mut und Vertrauen ins Leben hast,
dann wird das Leben dir sagen, jawohl, diese Hoffnung war und ist berechtigt. Dann wirst du dein Urvertrauen wiederfinden, ganz wunderbar. Wenn du jetzt diesen Weg gehst, dann kannst du wieder dir so vertrauen, dass du wieder besser verankert bist, dass diese Heilung an Körper, Geist und Seele auch stattfinden kann, dass du zu deiner Ganzheit zurückfindest und es wird dir mit Urvertrauen belohnt, das Wichtigste, was wir haben können, um angstfrei durchs Leben zu gehen. Und der Staubteufel kommt und befreit dich aus der Stagnation. Du hast diese Woche die Gelegenheit, aus der Starre, aus der Stagnation, aus der Erstarrtheit, in der du dich befunden hast, jetzt endlich rauszukommen, endlich deinen Weg zu gehen, endlich durch Sternentor zu gehen, endlich den Mut zu haben, endlich das Gute wiederzusehen, heil zu werden und dich auch auf Abenteuer einzulassen, wird dich aus dieser Stagnation rausholen. Also eine ganz wichtige Wochenlegung, jetzt in dich zu gehen, schau mehr auf das Innere, weniger auf das, was im Außen stattfindet. Du kannst dich jetzt bereinigen, du kannst dich frei machen, du brauchst dafür etwas Mut, du brauchst dafür etwas Vertrauen und es wird dich ins Urvertrauen zurückführen. Geh ganz positiv gestimmt in diese Woche. Es wird eine ganz, ganz tolle Woche, wenn du dich drauf einlässt, auf diese Abenteuer der Woche. Schauen wir mal den Zusatzimpuls, das kleine Volk. Magische Licht-Traum-Inspirationen. Hinter Raum und Zeit in der Ewigkeit nimmt das kleine Volk dich an die Hand und trägt dich in das Traumland. Achte auf Träume und Eingebungen. Ja, achte jetzt in dieser Woche ganz besonders auf Träume, wenn du vielleicht denkst, alles schön und gut, aber ich weiß ja gar nicht so richtig, welche Glaubenssätze soll ich aufgehen? Wo soll ich den Mut herholen? Wie kann ich mich auf Abenteuer einlassen? Achte mal auf deine Träume und achte auf alles, was so hinter dem steht, was wir sehen. Das kleine Volk, das im Wald lebt mit seinen Feen und Elfen. Das ist so eine Metapher dafür, das auch wahrnehmen zu können, was man nicht sehen kann. Das, was aber trotzdem tatsächlich da ist. Und Träume können dir manchmal dazu gute Informationen geben. Ja, das ist die Legung für die Woche vom 17.07. Ich finde sie sehr spannend. Ich freue mich über einen Like oder über einen Kommentar von dir und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.